Herzlich willkommen, Herr Siewert. Wird ein spannender Vortrag, bitte. Die Bühne gehört Ihnen. Dankeschön. Ja, einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Sie haben im Trailer ja schon ungefähr gesehen, um was es geht. Es geht um Versicherung, Erstversicherung, Rückversicherung, Risikomanagement. Ich bin seit vielen, vielen Jahren bei der Munich Re, seit über 20 mittlerweile. Und ich möchte Sie eigentlich mitnehmen auf eine kurze Reise. Und das können wir, glaube ich, an dem Beispiel unseres Teams hier sehr schön dokumentieren, wie wir in den letzten 20 Jahren GIS in eine Branche gebracht haben, die eigentlich mit raumbezogenen Daten bis dahin relativ wenig zu tun hatte. Eine unheimlich spannende Reise. Viele von Ihnen werden sich denken, jetzt kommt irgendwie so ein langweiliger Versicherungsvortrag. Ich sage, ich habe, glaube ich, einen der tollsten Jobs, den man sich vorstellen kann, weil die Schnittstelle zwischen Geowissenschaften, Geoinformation und Wirtschaft ist eine super spannende. Ganz kurz nochmal zum Munich Re. Das Unternehmen gibt es seit 1880, immer mit Stammsitz in München. Wir haben heute in der Gruppe, das gehört noch Erstversicherung dazu und die Vermögensgruppe, über 43.000 Mitarbeiter. 12.000 davon sind in der Rückversicherung, da gehören wir auch dazu. Wir sind sagen die Geowissenschaftler und die Geoinformationsexperten. Ja, und Sie werden sich natürlich jetzt fragen, was macht ein Finanzdienstleister mit Geoinformationstechnologie? Und hierzu muss mal kurz eine kleine Übersicht von den Kollegen von der Allianz. Und das ist sagen, eine Übersicht, die belegt, wo ist eigentlich in der Industrie die Hauptknackpunkte sozusagen. Und wir sehen hier oben den Bereich Betriebsunterbrechung und Lieferketten, Naturkatastrophen, Feuer und Explosion. Das sind sozusagen die Haupttreiber in der Industrie heutzutage. So schlimm die Dinge alle sein mögen, sie haben einen großen Vorteil für uns. Die meisten davon haben Rauminformationen. Und Raumbezug, wie wir gerade gehört haben, ist natürlich unser gemeinsamer Treibstoff hier. Das heißt, das sind genau die Punkte, wo wir mit GIS oder wir nennen es Geospatial Technologien, das ist sozusagen unsere Übersetzung hier, Unterstützung fürs Geschäft bringen können. Und genau das sind sozusagen auch die Aufgaben, die wir in unserem Team hier erbringen. Zum einen versuchen wir, in möglichst viele Geschäftsprozesse Geodenke, sozusagen Raumdenke mit zu integrieren. Wir wollen die gesamte Risikotransparenz, also das Verständnis erhöhen. Ein ganz wichtiger Punkt ist hier auch, sagen, dass wir immer näher an unsere Geschäftsdaten mit ranrücken. Das sind oftmals getrennte Welten gewesen, die wir seit vielen Jahren ganz eng zusammenführen. Sozusagen heute sind unsere gesamten Bestände mit Geo-Know-how angereichert. Unser Job ist es, und da kommt dann sozusagen auch unsere langjährige Kooperation mit Esri ins Spiel, dass wir unternehmensjahr gruppenweit, also weltweit, für alle unsere Standorte GIS-Lösungen zur Verfügung stellen. Ich komme gleich noch genauer drauf. Ganz wichtiger Bestandteil, wir haben es auch vorher schon gehört, hier System of Record war, glaube ich, das Stichwort Daten. Alles, was wir machen, ist mehr oder weniger wertlos, wenn wir nicht über hochwertige, qualitativ hochwertige, homogene Daten verfügen. Und hier haben wir die große Herausforderung, und das ist ja ein bisschen das, ich sag mal, das Schicksal des global agierenden Rückversicherers, dass wir viele Datensätze weltweit mit einer weltweiten Abdeckung zur Verfügung stellen müssen. Und wir sind natürlich nach wie vor der erste Ansprechpartner, wenn es um Geoinformationstechnologie geht. Warum sage ich das? Obwohl wir jetzt ja schon viele Jahre in dem Geschäft sind und wir hatten das vorher schon in den Infotrailers ja gehört, im Moment ist ein enormer Boom, Stichwort Digitalisierung und Smart und so weiter, der natürlich auch die Versicherungsbranche erreicht hat. Und wir haben momentan einen Hype an Geospatial, an räumlichen Anfragen, wie ich ihn in den letzten 20 Jahren nicht erlebt habe. Das ist eine riesige Chance und wir kommen aber nachher noch mal drauf. Wenn ich kurz darauf eingehen darf, was denn unsere Geschäftsprozesse sind, wenn ich sozusagen die GIS-Technologie oder ich nenne sie jetzt mal Geospatial Analytics ins Zentrum stelle, machen wir sehr viel für das Thema Risikobewertung. Also stellen Sie sich mal vor, Sie müssen bewerten, wie stark ist ein Hotel oder eine Industrieanlage erdbebengefährdet. Das ist ein ganz schönes Bild.
Natürlich, was bedeutet das hinterher, wenn ich dann von einem Preis rede? Für uns als Rückversicherer ist es enorm wichtig zu erkennen, wo habe ich Kommode, wo kann in kürzester Zeit ein Ereignis sehr viele Risikoobjekte, also Gebäude beispielsweise, zerstören oder schädigen. Schadenmanagement ist ein ganz, ganz großes Thema. Sie können sich vorstellen, ich habe nachher Beispiele noch dabei, hier können wir mit Rauminformation enorm viel Mehrwert schaffen. Wo wir noch sozusagen unsere jüngsten Felder sind Marketing und Vertrieb. Marketing ist jetzt nicht so ein typisches Rückversicherungsthema, ist eher auf Erstversicherung angesiedelt. Und Produktentwicklung, da spielt sich momentan bei uns im Unternehmen auch sehr, sehr viel ab, weil wir suchen natürlich auch nach neuen Lösungen. Die Kollegen arbeiten mit Drohnentechnologie und ähnlichen Dingen, Telematik. Ich habe noch ein paar Beispiele dabei, um Ihnen ein Gespür zu geben. Hier können wir extrem viel Mehrwert stiften, wenn wir unsere Technologien raffiniert einsetzen. Wer sind sozusagen unsere Nutzergruppen? Natürlich an allererster Front machen wir Services für unsere Kunden auch. Unsere Kunden sind die Erstversicherer. Sie wissen, Rückversicherer ist sozusagen der Versicherer der Versicherungsunternehmen. Also ist sozusagen unser erster Hauptansprechpartner. Und darunter sind sozusagen dann auch die Risikomanager, die Schadenexperten darunter zu verstehen. Aber wir unterstützen mit den Technologien auch unsere eigenen Modellierer. Wenn ich von Modellierer rede, dann sind es meistens Experten, die Erdbeben, Überschwemmungsmodelle entwickeln, und da ist natürlich GIS heute ein ganz zentrales Bauelement. Aber auch unsere Datenanalysten, Sie wissen, Data Scientists, Data Analysts, das ist eine neue Disziplin, die aus dem ganzen Big Data Hype kommt, sind mittlerweile komplett in diese Geospatial Welt mit eingeflossen. Nicht zuletzt auch unsere Wissenschaftler, wir haben ja ein großes Team, das sich nur um das Thema Klimaänderung kümmert, auch hier ist natürlich die GIS-Technologie ein nicht wegzudeckender Faktor. Ich habe hier mal versucht, die vier Phasen der Integration von, ich nenne sie mal Geo- oder GIS-Technologie, in ein Wirtschaftsunternehmen kurz zu beschreiben. In der Phase 1 links oben, ich nenne es mal so die Nerd-Phase, da gibt es so ein paar hochmotivierte junge Geowissenschaftler, die in ein Unternehmen ein GIS-System betreiben, das hat aber relativ wenig bis gar keinen Kontakt zu den Geschäftsdaten. Die machen tolle, bunte Sachen, aber wofür? Das war so ungefähr der Zustand vor gefühlt 20 Jahren. Dann kommen die ersten Versicherungsexperten, die Underwriter, die sagen, Mensch, ihr macht da richtig fancy Sachen. Lasst uns da mal teilhaben, hier hast ein paar Daten, kannst was damit machen. Das ist sozusagen die Annäherungsphase. Dann kommt die Phase 3, die wir eigentlich auch schon hinter uns haben. Heute ist in vielen unserer Geschäftsprozessen GIS-Technologie mit drin. Unsere Kollegen wissen das gar nicht, dass da GIS drin ist. Ehrlich gesagt interessiert die das oftmals auch gar nicht. Die wollen nur ihr Geschäft schnell analysieren können. Die wollen sehen, wie ist ihr Portfolio, also wo sind ihre Risiken im Raum verteilt, wo habe ich Hotspots, wo bin ich gut verteilt, wo kann es mit einem Hurricane clashen. Das sind die Fragestellungen, die Kollegen beantworten müssen. Und die letzte Phase, nenne ich mal das ist die wirtschaftliche Phase, Return on Investment. Jetzt haben wir sozusagen auch wirklich erstmalig, und das ist die Phase, die wir eigentlich gerade betreten, wir haben wirklich einen monetär messbaren Beitrag zum Geschäftserfolg. Das war nicht immer so, deshalb betone ich das. Wir haben zwar tolle Sachen gemacht, die Qualität verbessert haben, aber jetzt können wir wirklich konkret an der Stelle eingreifen. Und jetzt ist sozusagen GIS komplett mit der Businesswelt am Verschmelzen. Ich hatte schon gesagt, was zu unseren Aufgaben gehört, und eines der Systeme, das wir hier dem Haus, der ganzen Gruppe zur Verfügung stellen, ist unser Geodaten-Server oder Service, der sozusagen genau aus dem Dreiklang, und das ist richtig, ähnlich, was Roman Starigard berichtet hat, das sind die Daten, das sind sozusagen die Visualisierungsmöglichkeiten, das sind die Geoanalysen. Das ist für Sie alle natürlich ganz klar. Jeder, der mit GIS arbeitet, arbeitet genau in diesen Komponenten, aber wir haben das als Webservices aufgebaut und wir unterstützen heute eine Vielzahl von Applikationen rund um den Globus. Ich habe immer so ein paar Beispiele dabei. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz auf die Daten ein, die da hinterlegt sind, dass Sie einfach noch mal ein Gespür haben, was wir für Daten bereitstellen. Sehr zentral ist sozusagen der gesamte Block hier Naturgefahren. Hier arbeiten ein Riesenteam bei uns, die sagen, wir haben das in unsere proprietären Daten, wir haben sehr viele Naturgefahreninformationen vorrätig und das auch weltweit. Das werden wir nachher noch live sehen. Wir kümmern uns um Schadengebiete, sowas wie Hurricane Matthew ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Wo sind Schadengebiete? Wie trifft das die Industrie und die Wirtschaft?
Wir hinterlegen sogar mittlerweile Raten und Tarife in Kartenform. Das können wir räumlich hinterlegen. Wir sind gerade dabei, politische Risikokarten zu integrieren, um daraus Terrorgefahren zu berechnen. Und es gibt eine ganze Reihe von Basisinformationen. Es geht wirklich von Höhe über Bevölkerung und natürlich diese ganzen postalischen, administrativen und auch Cresta-Zonen und Versicherungszonierung. Alles das ist, und das ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs sozusagen, es gibt noch viel, viel mehr andere Daten, aber dass Sie mal sehen, das in der globalen Menge, da sind wir wirklich beim Thema Big Data schon länger eigentlich angekommen. Das Ganze ist natürlich erst dann richtig wertvoll, wenn ich das noch mit Versicherungsstandorten, also wir nennen das Risikostandorte und entsprechenden Schadeninformationen sozusagen anreichere, dann habe ich ein komplettes Bild auf unser Geschäftsmodell. Welche Bereiche partizipieren jetzt am meisten und was für Applikationen kann ich daraus machen? Ich sagte, die gesamte GIS-Welt, der Geo-Ansatz ist ganz stark, kommt aus der Sachversicherung, Gebäude im weitesten Sinne. Dort in Kombination mit Naturgefahren, das war sozusagen unser Door-Opener. So haben wir angefangen. Heute haben wir andere Gruppierungen. Wir unterstützen die Kollegen aus dem Agrarbereich. Wir unterstützen unsere Ingenieure, die globale große Bauvorhaben begleiten. Aber auch im Transportbereich gibt es Anwendungen. Und was mich jetzt wirklich auch besonders freut, wir haben auch die Kollegen aus dem Lebensversicherungs- und Gesundheitsversicherungsbereich jetzt mal sensibilisieren können, dass wir mit Geotechnologien hier wirklich Dinge erschließen können, die wir bisher noch nicht hatten. Hier im Umfeld mal so ein paar Snapshots von Anwendungen. Das geht dann so, die Stichworte, die wir unterstützen, sind Portfolio-Management, Schadenmanagement, die ganze Kumulüberwachung spielt eine Rolle. Und dann haben wir hier natürlich den großen Block der Risikobewertung für verschiedene Thematiken. Und dann kommen wir hier in einen Bereich, der sozusagen sich mit dem, Sie erkennen es vielleicht schon, mit dem Thema Naturgefahren auseinandersetzt. Da haben wir das Nathan-Tool und hier unten rechts ist das neueste Baby, das Geospatial Portal. Und die letzten beiden genannten würde ich Ihnen jetzt gerne mal kurz live vorführen. Dazu wechsle ich den Rechner. Jetzt kommt immer der Teil, der für den Referenten der spannendste ist. Jetzt schauen wir mal, ob wir reinkommen alles. Ein paar Sekunden Geduld. Nathan wird es die erste Präsentation sein. Nathan ist ein System, mit dem Sie weltweit für jeden Ort der Erde sich eine Naturgefahrensituation anschauen können. So, ich bin soweit. Ich weiß nicht, sind wir schon auf Schirm? Jawohl, danke. Die Grundidee ist relativ einfach. Sie sehen eine stark kartenzentrierte Anwendung, die heute Tausende von Underwritern weltweit nutzen. Und eine Frage, die die Kollegen oftmals haben, wie ist die Naturgefahrensituation von einzelnen Standort? Sie können hier relativ einfach anfangen und sich sozusagen mal Ihre Naturgefahrenkarte komponieren. Das ist so die klassische Zonierung für unsere Erdbeben. Oder Sie können es anreichern mit Tropenstürmen. Natürlich haben Sie ja sämtliche Zoom-Möglichkeiten. Aber normalerweise geht der Kollege rein, hat eine Adresse im einfachsten Fall. Und das kann ich hier mal schnell simulieren. Und Sie erinnern sich an den Trailer, da hatten wir Genua. Und ich habe mal schnell eine Analyse angefertigt hier von dem Genua-Referenzpunkt, wo Sie jetzt sofort sehen, Erdbebengefährdung gering und Sie erinnern sich an den Trailer, wo das Thema Niederschlag war und es trifft hier wunderbar Flash Flood. Wir haben hier eine deutlich erhöhte Starkregenwahrscheinlichkeit, passt genau zu der Situation, die wir vorher angesprochen haben. So nutzen das die Kollegen im Einzelfall. Man kann sich hier eine sehr schöne PDF-Dokumentation erstellen und hat einen guten Überblick. Wir sagten aber auch, und jetzt kommen wir in den Bereich Big Data, dass wir ganze Portfolios unterstützen. Hier reden wir dann wirklich von Tausenden von Objekten. Ich lade jetzt mal ein, das haben wir jetzt ein kleineres Portfolio gewählt, von 5000 Risikostandorten weltweit und so funktioniert das Geschäft tatsächlich. Stellen Sie sich vor, wir versichern Hilton oder eine andere Gruppe beispielsweise und genau hier ist dann die Stärke dieser Tools, dass ich weltweit mir eine Analyse fahren kann. Ich kann es einfärben nach beispielsweise hier nach Versicherungssumme, das ist so ein ganz, ganz beliebter Ansatz. Und jetzt ist es eigentlich das Schöne dran, ich kann jetzt sehr schnell und effizient eine Analyse über alle Naturgefahren laufen lassen. Schauen wir mal, genau hier sind sie.
Jetzt sehe ich sofort, wie hoch ist sozusagen dieses Portfolio, dieser Gesamtbestand gegen Erdbeben empfindlich. Ich sehe, wie viel Objekte in den verschiedenen Zonierungen sind. Ich kann das, wenn ich die Werte habe, mit den entsprechenden Werten, die sozusagen exponiert sind, hinterlegen. Und das kann ich jetzt für alle Gefahren machen, die wir hier drin haben. Es sind, glaube ich, 12 verschiedene Naturgefahren, die von Erdbeben sozusagen bis Waldbrand geht. Wir haben eine sehr detaillierte Überschwemmungszonierung mittlerweile drin. Das sind so die typischen Abfragen. Ich gehe noch eine Stufe weiter. Sie erinnern sich, wir waren noch mal in Ligurien vorher und wir hatten diese Genua-Sturzflut. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz nach. Ich hatte hier mal so eine Art Footprint eingezeichnet und jetzt können wir ganz schnell mal schauen, wie viel dieser Versicherungsobjekte hier in dieser diesen Überschwemmungszonen liegen. Also in dem Fall ist es ein relativ, 17 Objekte drin, ungefähr 10 Millionen sozusagen exponiert. Das ist eine ganz typische Anwendung, wie wir da vorgehen. Wenn wir das noch vielleicht noch an einer letzten Stelle schnell zeigen wollen, ich kann hier eben auch Footprints einzeichnen. Gucken wir mal schnell hier rein. Wir haben zum Beispiel den Hurricane Matthew mit drin. Müsste eigentlich kommen. Und dann kann ich genau auch für solche Footprints, wirklich letzte Ereignisse, mir genau dieses Portfolio auch nochmal dagegen analysieren lassen. Genau dasselbe, sehr interaktiv. Wir versuchen hier immer mehr in Realtime reinzugehen. Wir suchen gerade Kooperationen mit Partnern, die uns diese Daten sozusagen zeitnah zuliefern. Und dann ist das System wirklich auch im Realtime-Bereich da. Neueste Technologie, ich wechsle jetzt wieder rüber zur Präsentation. Neueste Technologie, was wir gerade einbauen, ist sozusagen noch eine Brücke zu SAP, SAP HANA, was es uns dann künftig ermöglicht, wir haben Tests laufen lassen, 500.000 Standorte genau mit dieser Geschwindigkeit in Realtime und Echtzeit zu bearbeiten. Das zweite Beispiel, jetzt hängt meine Maus und das liegt daran, dass ich die falsche genommen habe, ganz einfach, genau. Das zweite Beispiel, genau das war nämlich jetzt hier sozusagen der Einstieg in diese Weltkarte der Naturgefahren. Und genau so haben wir eben angefangen. Wir haben angefangen mit der Wandkarte, sind dann in diverse sozusagen andere Medien, CDs, DVDs gegangen, haben heute eine Online-Anwendung und das, was Sie gerade gesehen haben, das funktioniert auch auf diversen mobilen Endgeräten. Sie können es also mit rausnehmen, haben die Koordinaten und können sich automatisch für jeden Ort der Erde ein Naturgefahrenrisikoprofil erstellen. Das zweite Beispiel ist das Geospatial Portal. Das ist sozusagen die neueste Technologie. Das ist ein Web-App-Builder, den wir jetzt im Haus zur Verfügung stellen, der für uns zwei gravierende Vorteile hat. Das eine ist, Sie haben vorher gesehen, es läuft unter dem Begriff Innovation. Warum? Weil wir hier sehr zeitnah, sehr effizient und vor allem mit wenig IT-Support, das heißt aus dem Fachbereich heraus, Applikationen erstellen können und eben jetzt auch Kollegen unterstützen können, die sozusagen nicht von Haus aus mit GIS-Technologie vertraut sind. Ich habe hier zwei Beispiele dabei, das sind kleine Videoclips, weil sie im Moment eine reine On-Premise-Installation ist bei uns in-house, deshalb habe ich es auf Clips gebaut. Das eine ist ein Beispiel aus dem Gesundheitsbereich und das andere aus dem Transportbereich. Und ich lasse die mal schnell anlaufen. Das erste hier, das sind Gesundheitsdaten aus Belgien. Sie sehen sozusagen hier eine Krankheitskarte, hier geht es um die Verteilung von Rückenschmerzen beispielsweise, oder Rückenleiden in Belgien, wir haben das dann aggregiert, Sie können sich sozusagen Hotspots, Schwerpunktbereiche und schwächer ausgeprägte Bereiche machen. Wir haben dann versucht, die Ursachen zu erforschen. Dazu wurden die Krankenhäuser mit eingeblendet, Distanzanalysen gemacht, wie weit ist die Entfernung zum nächsten Krankenhaus. Also wirklich klassische GIS-Technologien, noch mit einer Slider-Funktion. Und dass Sie auch sehen, unsere Zielgruppe ist da wirklich noch sehr dankbar. Die Kollegen haben sowas noch nie gesehen, haben ihr Portfolio noch nie visualisieren können und die sind mit sowas extrem happy. Das zweite Beispiel ist aus dem Bereich, ich glaube, ich muss weiter drücken, ja, aus dem Bereich Infrastrukturrisiken in der Nord- und Ostsee. Das ist für unsere Ingenieure. Die Kollegen planen Unterseekabel, Pipelines und Ähnliches in Nord- und Ostsee. Dazu haben wir bestehend aus verschiedenen Faktoren eine Risikokarte gebaut. Je roter, desto gefährlicher. Und wir können jetzt mit einem normalen Internetlink, Intranetlink im Haus die Kollegen genau mit dieser Applikation versorgen und die können live und in Realtime ihr Risiko oder ihre Varianten eingeben und sich jetzt berechnen lassen, sozusagen, wo habe ich höhere oder niedrigere
Exponierung, beziehungsweise wie ist die Strecke stärker gefährdet. Sie sehen hier, die war deutlich besser, hier die linke im Vergleich zu der Risikokarte im Hintergrund. Das sind so kleine Features, die wir mittlerweile zu Dutzenden zusammenbauen und die wirklich das Tagesgeschäft an vielen Stellen unterstützen. Was sind noch zusätzliche Treiber im Moment? Und wenn wir von Big Data und Spatial Big Data reden, kommen wir da wahrscheinlich nicht dran vorbei. Wir begrüßen es sehr und das liegt eben daran, dass unsere Geschäftsdaten in einer SAP-Welt abgelegt sind, dass SAP und Esri hier wieder sehr eng miteinander kooperieren und diese Welten immer weiter miteinander verschmelzen. Das macht es uns viel einfacher. Andere Kollegen im Bereich Data Analytics arbeiten mit SAS-Daten, mit SAS-Technologie, Entschuldigung. Und auch hier sehen wir hier Bewegungen, können wir aber auch mit Insight machen, aus dem Esri-Programm in Zukunft wahrscheinlich. Und natürlich Hadoop ist natürlich auch nochmal ein Technologietreiber. Alles Dinge, die wir schon einsetzen und die sozusagen aber diese gesamte GIS-Anwendungspalette enorm beschleunigen. Wenn wir gemeinsam nochmal schauen wollen, sozusagen durchs Fenster gucken, was sind sozusagen die Auswüchse jetzt unserer digitalen, ich habe es nicht richtig verstanden, Evolution oder Revolution, schauen wir mal, eher Revolution, gibt es eine ganze Reihe von Bereichen, die Geospatial-Komponenten haben und aber auch in der Versicherungswirtschaft natürlich zum Tragen kommen. Spatial Big Data hatten wir schon angesprochen. Wir haben Internet of Things. Wir untersuchen natürlich auch hier, was geht. Wir überlegen Smart Cities, Smart Home, alles Themen, die wir auf dem Radar haben. Geomedizin, auch das Thema hat sie gerade mit den Gesundheitsdaten gesehen. Autonomes Fahren, Telematik, alles Dinge, die einen hohen Impact haben. Indoor Positioning oder BIM, auch das ist mittlerweile auf dem Radar. Sehr aktuell ist Near-Time- und Real-Time-Applikationen, die wir verbessern wollen. Und natürlich auch Thema UAVs, Drohnen, Satelliten, Sentinel, Copernicus. Kooperationen auf allen Ebenen. Ich kann eigentlich nur feststellen, das Chancenfenster für uns im Geoinformationsbereich war nie so groß wie heute und ich freue mich auf die Zukunft auf diesem Themengebiet. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Siebert. Eine Frage hätte ich, weil uns beide verbindet ja etwas die erste Version von Nathan. In welche Phase des Unternehmens würden Sie denn die erste Version basierend auf ArcIMS von Nathan denn einsortieren? War das die Nerd-Phase, wo Verrückte Nein. sich zusammengetan haben? Ja, definitiv nicht. Das war die Phase 3 links unten, würde ich sagen. Da haben wir schon einen sehr hohen Reifegrad erreicht. Aber das, was wir heute drauf haben, ist doch deutlich mehr und wir bewegen uns in die dritte Dimension auch und von daher ist das ein Produkt, das sicherlich auch sich weiterentwickeln wird. Freut mich. Vielen Dank. Gerne.